Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mein Video heute anfangen soll. Ich denke, ich fange einfach von dem an, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Denn ich habe tatsächlich geschafft, meinen Fuß mir zu brechen. Denn ich habe letztes Jahr mir schon mal den Fuß gebrochen. Damals habe ich den Fuß einfach umgeknickt und dann war es komischerweise gebrochen und zwar an meinem Geburtstag auch noch. Und jetzt ein Jahr und 2 Monate später passiert mir das tatsächlich wieder. Ja, ich war einfach nur schockiert, als ich das jetzt, als das passiert ist. Ja, ich bin immer noch schockiert, ehrlich gesagt, und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich hab einfach nur Sport gemacht. Ich bin einfach hochgesprungen und dann ist schon passiert. Und ich habe auch den Knacks gehört. Also ja, da habe ich mir schon gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Aber ja. Und ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, warum das jetzt wirklich der gleiche Fuß ist. Und er hat auch zu mir gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass es an der gleichen Stelle bricht, außer es war einfach nicht richtig geheilt. Und wahrscheinlich war das wirklich so, dass das einfach nicht ganz geheilt ist und ja, wir haben es einfach nicht gemerkt. Ich habe ja schon mehrere Monate mal hin und wieder mal Sport gemacht und da war nichts. Ich bin auch schon laufen gegangen und so weiter und ja, ich habe an dem Tag früh morgens die Kinder in den Kindergarten gebracht und dachte mir, ja, ich mache mal schnell meine Trainingsrunde und dann gehe ich noch frühstücken und duschen und dann mache ich noch den Rest. Ja. Nichts da. Nach 15 Minuten habe ich mir den Fuß gebrochen und dann saß ich noch am Tisch und habe noch überlegt, okay, vielleicht geht es ja noch weg. Ich habe noch gehofft, dass es einfach nur irgendwie geprellt ist oder so und dass es nicht gleich gebrochen ist. Aber ja, dann habe ich mir noch Frühstück gemacht und bin am Tisch gesessen. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss jetzt doch anrufen und mal nachfragen, weil irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob das nur geprellt ist. Es regt mich extrem auf. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Denn ja, ich habe natürlich so viel geplant im Sommer. Ich habe auch gedacht, ich starte jetzt richtig durch mit dem Sport, weil die Mädels sind ja im Kindergarten. Jetzt habe ich natürlich Zeit und ja, und allgemein, jetzt wird das Wetter schöner. Ich habe mir geplant, wir können dann jetzt mal irgendwo hinfahren mit den Mädels und ja, einfach den Sommer genießen und jetzt bin ich an das Ding hier gebunden, denn ich habe ja wieder diesen Schuh gekriegt, den ich schon letztes Jahr getragen habe und den muss ich jetzt anziehen und ich muss natürlich auch noch die Krücken benutzen. Also die ersten Wochen darf ich überhaupt nicht auf dem Fuß auftreten, also ein bisschen schon, aber nicht zu arg. Und die ersten Tage hatte ich auch extrem Schmerzen, da konnte ich auch gar nicht auftreten und ich konnte, ja, überhaupt nicht laufen, sage ich mal so, weil es extrem geschmerzt hat. Jetzt geht es wieder ein bisschen. Ja, ich habe auch voll die Blasen an den Händen gekriegt und so weiter, weil ich einfach die Krücken nicht gewohnt bin. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt in den letzten Tagen und habe halt das hingenommen. Ich kann halt natürlich auch nichts ändern an der Sache. Und jetzt ist es schon passiert und ja. Und schaut mal, was wir heute mit meinem Mann zusammen gemacht haben. Wir haben heute das Bett auseinandergenommen und ich habe überall jetzt hier Staub gesaugt und das ganze Bett abgesaugt. Und jetzt habe ich mir schon Eimer mit Wasser hingestellt und jetzt wische ich hier einmal durch und dann stellen wir das Bett wieder zurück. Also das Bett steht ja so dran, wie es davor war. Wir haben es nur ein bisschen von der Wand weggeschoben, dann ist es auch erledigt. Man sieht auch, das Bett, das ist sehr, sehr alt. Also es ist auch schon hier gerissen und so, aber neues Bett ist noch nicht in Planung. Hallo, jetzt melde ich mich wieder bei euch. Wir sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Wir haben uns jetzt doch entschieden, irgendwo hinzufahren, denn das Wetter ist so schön. Es ist richtig warm geworden und ja, da wollte ich jetzt nicht zu Hause sitzen. Und die Mädels sind hier auf so einem Klettergerüst vor mir, deswegen schaue ich immer da rüber. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da aufgehört habe, euch zu erzählen. Es gibt eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich habe ja schon alles erzählt, was jetzt meinen Fuß betrifft. Jetzt heißt es einfach abwarten und ja, durchhalten irgendwie. Ich möchte jetzt auch nicht
einfach nur zu Hause sitzen. Mit einem habe ich extrem Glück gehabt, und zwar mit meinem Auto. Denn das Auto ist Automatik und ich kann das trotzdem weiterfahren. Denn ich kann immer noch mit den Mädels irgendwo hinfahren. Zum Kindergarten kann ich sie rüberfahren, denn zu Fuß wäre das einfach viel zu weit weg. Das sind über 1,5 Kilometer und das könnte ich jetzt mit Krücken definitiv nicht schaffen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Möglichkeit habe, denn sonst wären wir die ganze Zeit nur zu Hause. Die Mädels sind jetzt am Spielen und es ist extrem heiß draußen, also echt Wahnsinn. Ich habe diesen Spielplatz nur beim Vorbeifahren mit dem Zug mal gesehen und das fand ich so interessant, diese Burg, und deswegen habe ich extra danach gesucht heute. Und das ist auch extrem riesig, also das geht ja dort vorne auch noch weiter. Und ja, den Mädels macht das auf jeden Fall riesen Spaß und das ist echt, da können auch die Kleinen mitmachen und die Großen mitmachen, also wirklich richtig gut. Und da drüben sind auch noch Schaukeln und nochmal irgendwas zum Klettern. Wir sind da und ich kann trotzdem nichts richtig aufnehmen, weil es einfach viel zu viel los ist. Vielleicht später nehme ich irgendwas auf. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Mein Fuß hat es Gott sei Dank überlebt und es war wirklich schön, aber es war ziemlich voll. Also ich konnte da nichts aufnehmen. Ihr seht es dann ja. Ich habe nur zwei Aufnahmen gemacht, glaube ich, und das war's. Also das war sehr, sehr voll. Und ich wollte mich jetzt nach unten schleppen, in den Keller und Wäsche machen. Denn die letzten Tage habe ich echt alles liegen lassen. Ich habe fast nichts gemacht, nur das Notwendigste. Aber ich wollte euch noch kurz was zeigen, denn ich habe die letzten Tage, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube vor 3 Tagen oder so, war ich beim Lidl einkaufen und beim Aldi, glaube ich. So Lebensmittel habe ich fast gar nichts gekauft, nur so ein bisschen was, aber ich dachte, ich zeige euch mal, was ich sonst dort so entdeckt habe, denn es liegt bei mir immer noch in der Tüte, denn ich wollte euch das auch schon vor 2 Tagen oder so zeigen. Stimmt, ich war noch bei Müller, denn meine Mama hat einen neuen Duft gebraucht und ich habe dann auch für mich gleich geschaut und ich habe mir endlich einen gefunden. Und das ist jetzt der Duft, den ich für mich geholt habe. Und er ist auch ziemlich süß, wie ich finde, aber ich kann das sehr gut vertragen. Ja, mir gefällt das sehr, sehr gut. Und so sieht er ausgepackt aus, also nichts Spektakuläres oder so. Und bei Müller habe ich mir auch noch das hier mitgenommen für die Augenbrauen und so eine Klammer für die Haare. Genau. Das war's auch schon. Und jetzt habe ich auch noch die Tüte ausgepackt, was ich vom Lidl und Aldi habe. Und tatsächlich habe ich hier nichts vom Aldi irgendwie. Das ist jetzt alles beim Lidl. Ich weiß nicht, entweder habe ich das schon weggepackt oder ich habe wirklich nichts Interessantes beim Aldi gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Aber zum einen habe ich beim Lidl dieses Müsli entdeckt. Das ist irgendwie neu bei denen. Das sind, glaube ich, 3 Sorten und die sahen alle so lecker aus. Und ich habe mich dann für diese entschieden. Quinoa, Granatapfel, Heidelbeere. Das sieht ziemlich lecker aus. Ja, ich habe es noch nicht probiert, ist noch zu. Und für die Kinder gibt es da auch neues Müsli. Das ist jetzt Schoko und Nüsse. Und da gibt es auch noch eins mit Früchten. Das sah auch sehr, sehr lecker aus. Ich wollte es einfach nur ausprobieren. Und ich weiß, dass die Mädels, wenn es jetzt so lala schmeckt, essen die das trotzdem, wenn es mit Schoko ist. Und deswegen habe ich dieses mitgenommen. In der Aktion gab es dann noch dieses WC-Gel. Das habe ich schon mal gekauft. Finde ich sehr, sehr gut, weil das einfach mit Chlor ist und irgendwie fühlt sich danach alles viel sauberer an und deswegen, ja, habe ich dieses wieder mitgenommen, obwohl ich eigentlich sehr viel noch habe von meinen anderen, aber ja, habe ich einfach mitgenommen auf Vorrat. Dann habe ich noch Säckchen mitgenommen und zwar jeweils 2 für Lisa und Nina, das jetzt für Lisa. Einfach kurze Säckchen. Dann habe ich noch diese Gesichtscreme entdeckt.
Hat mich irgendwie voll angesprochen. Ich habe sowieso keine mehr. Ich habe nur noch Nachtcreme von Balea und die geht jetzt auch langsam leer und deswegen habe ich sowieso eine neue gebraucht. Und dann habe ich mich entschieden, ich nehme das mal mit und probiere das mal aus. Hier ist auf jeden Fall Rosenwasser und Bio-Arganöl drin und das klingt schon mal gut. Ich bin gespannt, ob ich das vertrage. So sieht es auf jeden Fall aus. Die Verpackung ist auch ganz hübsch. Dann gab es noch diese Intensiv-Schwarztücher für die Wäsche. Und dann habe ich noch diese Badesandalen gefunden. Das ist für Nina, die waren reduziert. So, für 4,19 habe ich die gekauft. Ja, wenn wir die nicht zum Baden benutzen, dann einfach nur im Garten rumlaufen, weil die wirklich sehr, sehr leicht sind und ja, ganz, ganz weich und alles. Aber vielleicht fahren wir auch sogar irgendwo hin zum Innenurlaub. Mal schauen, wenn das klappt. Dann nehmen wir sie einfach mit zum Strand. Ansonsten läuft sie einfach zu Hause mit denen rum. Genau, das war's. So, die Kinder schlafen jetzt oder beziehungsweise die sind jetzt im Bett. Und ich werde jetzt nur noch die Wäsche machen und dann war es das auch heute. Und ich werde jetzt auch hier mein Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.